Hallihallo, hallo Leute, da sind wir wieder, das Endhorn und der Döskopf, und wir heißen euch herzlich willkommen zurück zu Tiny Tinas Wonderland, hier mit unserer Giftschleuder oder Pestschleuder, das Döspaddel. Ja, also der Charakter heißt Döspaddel. Ja? Spielen weiter, springen wir mal rein. Ich spring mal in den Discord Voice Chat. Ich gehe mal davon aus, dass der Marderer und der Xela hier bald auftauchen werden. Moment. So. Ja, denn wir haben heute tatsächlich den Xela mit dabei. Der hat gesagt, er hat sich das Spiel geholt. Er hat ein bisschen nachgelevelt. Ja, und sorry, was das Licht da angeht. Das ist halt Fenster offen, frische Luft. Ich mag das nicht, den ganzen Tag nur im dunklen Zimmer zu sitzen. Ich habe frische Luft und ich habe ein bisschen Licht hier drin. Wo bin ich denn hier gelandet? Eieiei, in der Grabkammer. Ja, der Xela hat gesagt, er hat sich das Spiel geholt. Hat es auch ein bisschen nachgespielt. Der ist jetzt auch auf Level 14. So wie wir. Oder wie ich zumindest. Habe ich Skillpunkte? Nö, gut. Und der wollte dann heute mitmachen. Marderer müsste auch bald dazukommen. Weiß jetzt nicht, ob wir in der Zwischenzeit noch ein bisschen rumrennen. Oder wie wir das jetzt machen. Hier noch irgendwas. Guck mal, noch so viel zu erkunden in dieser Map. Auf dem Kotzberg. Ich gehe mal ganz stark davon aus. Ja, das ist die, die uns hergebracht hat. Für die Befreiung der Kobolde. Und die gibt uns dann den nächsten Questabschnitt. Bereit für die nächste. Jar, so hieß sie, genau. Jar, irgendwie sowas. Hol mir mal ein bisschen Munition. Letztes Mal festgestellt, diese Waffe wird leider viel zu schnell leer. Gerade weil sie pro Schuss doppelt Munition verbraucht. Haben wir hier Wächter? Was ist das? Ach, ein Schild. Die kann ich eigentlich alle verkaufen, oder? Zauberschuss, Gewänder der rabiaten Dornen. Ach, das ist für die Klasse Zauberschuss. Okay, okay. 107, den wollte ich aufheben. Magnolie des Waldes, ja. Ich habe halt keine Slots dafür. Ah, nee, den wollte ich aufheben. 117 pro Schuss. 59 pro Schuss. 87 mal 2. 180. Aha. Bin ich eigentlich nicht ganz sicher, was davon besser ist. Schnell feuernde Mikroraketen, die 65 Schaden verursachen. Vielleicht deshalb so gut? Ich bin mir gerade echt nicht sicher, was besser ist. Magazingröße 14. Ja, es geht darum, dass man im Todeskampf da möglichst viel Schaden auf einmal raus husten kann, um sich nochmal wieder zu beleben. Und darum geht es mir gerade. Moin. Hallo? Ja. Ach, da. Da war er. Ich dachte, da war da gerade was. Hallöchen. Wo ist denn der Xela? Weiß ich nicht. Soll ich den nochmal anpingen? Guck mal, ob ich den finde. Hab ihn gerade nochmal angeschrieben. So. Na, bei dir alles fit? Kommt drauf an. Kommt drauf an. Aber, also. Im Moment jetzt ja. Vor 5 Minuten nicht. Oha. Wo waren denn hier die Automaten? Da oben, oder? Ja,
Das kann ich gebrauchen. Du weißt nicht, was du da hast. Was ist denn jetzt los? Ist gerade so gestoppt. Fehlt nur noch der Xela. Habe ich den überhaupt auf Steam in der Freundesliste? Weiß ich gerade gar nicht. Guck mal kurz nach. Freunde. Ich glaube, den habe ich gar nicht in der Liste. Müssen wir erstmal hinzufügen. Na, wo ist denn der jetzt? Ist der jetzt einfach AFK, herrlich. Wollen wir da schon mal anfangen oder wie machen wir das jetzt? Können wir machen. Wir waren ja noch nicht ganz fertig mit dem Gebiet erkunden. Das können wir jetzt ja kurz zu Ende machen. Naja, hier war doch noch eine Quest. Für das Gebiet. Oder? Hier. Ich glaube. Großer Questgeber. Der Schlechter von Vorkanor. Vorkanor. Ich schätze mal, das ist dann für den... Für das Gebiet hier gedacht. Ein großer Questgeber. Soll ich einfach mal starten? Wolltest du nicht erst die Nebenquest machen oder hatten wir die gestern? Das ist doch die Nebenquest. Echt? Das ist doch die Nebenquest. Die Mainquest ist ja, dass wir Spiel langsam, jetzt erst recht. Finde den Barden, begib dich zum schluchzenden Moder. Weil diese ganze Map, in der wir sind, ist einfach ein Nebenbereich. Stimmt. Wir haben doch hier diese Goblins befreit. Und die gibt uns jetzt den nächsten Questabschnitt quasi. Dazu. Kannst du starten, wenn du willst. Ich wäre bereit. Okay. Zähler! Hopp rein! Ich hab dich, glaube ich, noch gar nicht als Steam-Freund. Kann das sein? Da musst du mal irgendwie was schicken. Oder habe ich dich ja schon irgendwo drin? Ich weiß es gar nicht. Wollte ich nicht? Laber keinen Scheiß. findest du mich auf Steam? Wenn man da Discord eingibt, findet man mich da? Man muss den Freundescode oder ID da eingeben. Freundescode, Moment, wo finde ich denn? Freundescode. Bei Freunde, links Freund hinzufügen und dann siehst du den da. Links Freund hinzufügen. Aha, ich kopiere ihn mal und schicke ihn dir im Discord zu. Zähler, du bist auch im falschen Sprachchat, falls du mich hörst. Müsste dich eigentlich hören über den Stream. So, hast du den Code bekommen? Ah, ich sehe da eine Anfrage, glaube ich. Ja. Okay. Jetzt müsstest du joinen können. Da ist er. Fehler, ruft's aus dem Wald. Lasset uns springen. Ja. Auch hier auf der Map? Oder wo bist du? Warum muss ich dich im Weiß ziehen? Du hast doch die Berechtigung dafür gehabt. Oder? Nee, doch nicht. Jetzt hast du sie. Okay. Hallo. Moin.
Moin. Also, oder? Da ist er. Bin mal gespannt, was du von der Klasse genommen hast. Ach, hast du mir schon mal gesagt, ne? Der Brrr-Serker. Nicht wahr? Noch auf ein kurzes Wort. Ja, mit Kälte. Alexa. Let's go. Wo? Bin already. Der Schlächter von Vorkana. Die Revolution läuft, aber es gibt noch immer zu tun. Der Typ sei verdammt. Oder der Gott? Okay. Als nächstes müssen wir die Produktionsmittel ausschalten. Sie zerstören. Dann merkt Vorkana, dass wir es ernst meinen. Komm schon, hier lang. Willst du ein bisschen schneller laufen, du kleines Ding, du? Wirklich. Da wären wir. Also, die Produktionsmittel sind auch ein Motor der Unterdrückung. Also weg damit! Ich sichere die Produktionsmittel, indem ich die Brücke runterlachte. Wir treffen uns dort. Bitte schon los! Schießt doch nicht selber, ich hab doch dafür untergeben. Das gehört mir. Griffel weg von dieser Beute. Fühlt sich wieder an wie bei Pilot, weißt du? Einfach irgendwas beschwören und das kämpft dann für dich. Wir wahrscheinlich gegen dieses Vorkana-Ding kämpfen, oder? Ja, stimmt. Hast du Angst, oh, gegen fuck, einen Grafen zu kämpfen, Valentine? Was? Nein, ist doch eh nur ein blödes Spiel. Wow, 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 wow. Blödes Spiel? Das nimmst du gefälligst zurück. Aber sofort. Okay, okay. Ich nehm's zurück, okay? Es ist das beste Spiel aller Zeiten. Übertreib es nicht gleich. Es ist ein sehr amüsantes Spiel und ich habe Spaß. Hey, na geht doch. Na geht doch. Ein sehr amüsantes Spiel. Jo, seht ihr irgendwas? So würfelartiges oder so? Hallo? Nö. Ach so. na gut. Hier im Haus. Wo? Oh? Da drin. Ja. Okay. Da. Du das? Sehr schön. Wie ist das, wenn du den Loot aufnimmst? Kann ich den leider nicht mehr nehmen, oder? Du müsst eigentlich auch einen eigenen haben. Jeder hat seinen eigenen Loot, so haben wir es am Anfang eingestellt. Gut. Also bediene ich dementsprechend auch natürlich, ne? Halte ich nicht zurück. Helft mir, ihr uralten!
Oh, die Kiste war ein Gegner. Kann mir jemand helfen? Schießt du wieder, oder? Nee. Zeit für einen Zauberspruch. Rätsel? Noch gar nicht gesehen, was für ein Rätsel. Ich habe ein Rätsel gefunden. Hier in dem. Wie bist du da hochgekommen? Ich bin da hochgelaufen. Ja, genau. Ach, das Ding hier, das ist wieder mit dem schnell einsammeln hier. Vielleicht erstmal die Map klären, oder? Ich konnte von hier aufhören, wie das Ding sich gelöst hat. Gut gemacht! Und von da runter? So aus, oder? Ach, guck mal, hier sind Würfel. Guck mal, ja. Glücklicher Rarara! Glücklicher Rarara. Wie kommt man jetzt wieder zurück? Ach, einfach. Nee, nicht da runterspringen. Da runterspringen, ja. Und einfach auf die Brücke. Rum. Wir waren doch gerade hier unten. Guck mal, da ist noch so wie so ein kleiner Höhleneingang. Da sollten wir vielleicht erstmal reingehen. Und dann gucken, ob man hier irgendwo noch hochkommt. Wo ist denn das? Ist da? Ah, hier. Guck mal. Oh, fuck. Das Windding habe ich zu spät gesehen. Seid vorsichtig. Hier war eine Kiste drin, warum sagt denn keiner was? Hier liegt eine Waffenkiste. Schauen wir mal. Wie kommt man jetzt zurück? Gerade in die Höhle dort rein? Wo ist die Höhle hin? Ach, Scheiße. Das ist gar keine Höhle, das ist einfach bloß noch eine Plattform. Ah. Verschlinge meine Feinde! Kommt man da hoch?
Ja. Das habe ich mir auch gerade gefragt. Ich muss jetzt noch mit der Brücke. Zurück. Mit der Brücke da. Bin da runtergeblumst. Ich glaube, da oben ist nichts drauf, also. Mann, das ist jetzt ja, cool. Ist ein Würfel. Ganz oben? Oder was? Nee. Oder wo du jetzt gerade warst? Bei der Plattform. Mach ihn einfach da, auf. Wo ich hinpinge. Mach ihn einfach auf. Da kommen ja die Drops raus. Und wir kriegen dann auch diesen Würfelbonus. Genau. Das ist mal ein Glückswürfel. Na, der wäre ziemlich scheiße. Was soll jetzt hier oben sein? Ist extra hochgeklettert. Okay. Gar nicht. Anspielen. Ach, hier ist noch ein Würfel. Okay. Also wenn ihr den holen wollt, oder die Drops zumindest, dann müsst ihr halt hier, ne, das Ding hochklettern und dann von hier aus darüber springen. Vorsichtig, da sind halt überall so eine Luftpuster, die euch runterschubsen. Ja, wollen wir uns das mal angucken mit diesem einsamen Runenschalter? Ich muss mal eben kurz Voice raus, aber ich spiele weiter. Der Runenschalter war ein bisschen merkwürdig, ne? Ich glaube, der ihn aktiviert, muss es dann auch einsammeln. Können wir das jetzt aufteilen. Probier's einfach mal. Toll, dahinter, wo wir noch nicht waren, ne? Da ist Gegner gegen. Jupp, ich kann es nicht einsammeln. Musst du alles so machen. Wie soll ich denn da hinkommen? Ganz ernsthaft, wie soll ich denn da hinkommen? Da kommt noch was, wenn wir die Quest weitermachen. Ja, dann müssen wir das jetzt erstmal abbrechen und die Quest weitermachen, oder? Jupp. Okay. Blutkist. Ja, hier ist einer, ja. Alle anwesend? Killer? Weißt du, kannst nie reden? Kannst du herkommen? Hydra-Beschwörung! Pass das nächste Mal auf, mit wem du dich anlegst. Ich kann wieder zaubern! Da waren zwei. Hier sind es drei. Wir hatten auch schon zwei gekillt, dann sind es jetzt vier gewesen. Du bist lustig gestorben. Du bist lustig gestorben. Wie sind denn jetzt auf einmal die ganzen Gegner her?
Aus den Hütten. Der Sumpf nimmt sich alles. Ich dachte, wir hatten hier schon geklärt. Oder waren wir hier noch nicht richtig? Nö, wir sind ja von oben gekommen, in die eine Ecke. Hm. Okay. Möge die Magie beginnen. Dann lass uns das halt einfach mal. Oh, hier ist noch ein Wegpunkt. Dann lass uns mal den Weg frei machen oder so. Keine Ahnung. Immer noch nicht. Was ist denn hier los? Muss ihnen huldigen. Wie ist das denn? Nicht schlecht. Jetzt kommt zu mir. Ich hab die Brücke fast unten. Im Warum geht das nicht? Jetzt. So, Brücke. Ich fasse es nicht, dass du es geschafft hast. Das ist wie eine Kartoffel in Vorkanas Auspuffrohr. Also, du weißt schon, dass echte Drachen kein Auspuffrohr haben, oder? Nicht? Tja, ein weiterer Beweis, dass Vorkana ein falscher Gott ist. Ha! Ist bestimmt ein echter Drache, pass auf, du. Ein klein wenig. Und? Na also. Oder, ne, doch, wenn das so ein Auspuffrohr sagt, ist es wahrscheinlich dann einfach eine Maschine, die aussieht wie ein Drache. Wir müssen uns jetzt wieder aufteilen. Du musst ein paar Sprengkobolde aufspüren, die für Vorkana arbeiten und die Bomben stehlen, mit denen sie neue Bergbautunnel öffnen. Wir brauchen sie für den Kampf gegen Vorkana. Währenddessen suche ich den Unterschlupf des Eiskönigs Zapferich, der sich unter dem Berg versteckt. Wir brauchen die Macht seines Eisherzes, um die Feuer des großen Ofens zu löschen. Der große Ofen ist da, wo die Trolle das Erz melken, das die versklavten Kobolde abbaut. Wenn wir ihn abschalten, versiegt ihre Primärquelle für Ertrag und Waffen. Er wird irgendwie viel zu kompliziert für einen Kobold, finde ich. Und wer ist dieser? Keine Schande, gegen die Beste zu verlieren. Ehre den Sumpf. Bereit zum Zauber. Yeah.
meine Güte! Tut mir leid, aber ich stecke schon wieder in der Klemme. Ich habe Zapferich entdeckt, aber er mich auch. Und jetzt will er mir an den Kragen. Hilf mir! Nö. Warum soll man denn helfen? Kommt doch alleine klar, oder? Ah, oh, schon wieder so eine Mimik. Füttere die Bestie! Ich fühle mich magisch. Ich hab hier eine Mimik gekillt, ne? Also sollte bei Items gedroppt haben. Hab was von dem roten Zeug gefunden. Also weiter hinten, ne? In die Luft jagen, dann Vorsicht rufen. So gefällt mir das. So, da bin ich wieder. Jo, wir kommen zurück. Okay. Danke fürs Wiederbeleben. Hast du nicht gesagt? Kurz was? Wie meinst du das? Madara hat mich eben wiederbelebt. Ich hab gar nicht gemerkt, dass du kurz warst. Hab ich gemerkt. Bin zu dir hingelaufen und du bist weggelaufen. Du sagst ja nichts. Ging ja nicht, war ja nicht drin. Ja, siehst du, merkst du was? Ich bräuchte auch mal kurz Hilfe. Jo. Hast du ihn? Ja. Lenk mal den Gegner ab. Hier ist ein Würfel. Ich bräuchte nochmal Hilfe. Ich. Also hier ist Loot. Mhm. Komm gleich. Ach Gott, das Inventar mal so. Oh, was voll schon, ne? Hm. Abwerfen, cool. Jetzt nochmal zurück zu diesem Ding da, was man da aktivieren könnte. Oder können wir machen. Ich weiß nicht, ob man jetzt weit genug kommt, dass man es fertig machen kann. Wo waren das überhaupt? Son? Ja, diese Zylinder, die man da aktiviert hat, dann muss man die schnell einsammeln gehen. Wenn du mal auf die Map gehst, da ist da bei mir auch noch ganz viel unerkundet. Direkt neben uns hier. Wo wir eigentlich schon gewesen waren. Weißt du, wie man da hinkommt? Weil das, glaube ich, ganz weit oben. Du meinst das hier?
weiter hoch halt irgendwie darüber. Boah, das ist knapp. Jo. Hier sind wir richtig dafür. Ja. Bald labt sich der Grabmund der Erde an deinem. Da ist noch ein Würfel. Hier flattert eine Gedichtseite im Wind. Und hier ist noch eine Kiste. Nein. Und hier hinten ist ein Würfel. Ich rufe dich, Hydra! Die Chancen steigen! Du hattest keine Chance. Achso, hier ist der Würfel. Glücklicher Rangara! Oha, Feinde! Jetzt wird gezaubert! Das mag ich nicht! Oh, noch ein Würfel. Also hier hinten war einer. Wo war der andere? War bei euch hier noch einer? Was denn? Würfel? Bei mir war einer, den habe ich eingesammelt. Bei dem Häuschen da, oder wo? Genau. Wenn er Leute sah, doch was dann geschah? Da ist der Würfel gewesen. Den Rest davon gibt es in der Taverne in Prachthof. Und... Also hast du schon eingesammelt jetzt, alles klar. Oh, hier ist noch eine Truhe. So, gehen wir jetzt nochmal dahin zurück? Oder wie machen wir das jetzt? Oder machen wir erstmal hier oben frei, fertig. Und dann können wir hier runterspringen und das Ding nochmal aktivieren. Schätze ich mal. Ja, ich glaube, erstmal das da oben fertig machen, dann kann man runterspringen. Bist du dann? Ach, da hinten. Kommt man da hin? Von euch aus. Willst du lustig, wa? Schon, ja. Der Naruto teleportiert sich rum. Gehst du verkaufen oder was? Ach, was? Da ist ja sogar was zum Verkaufen. Direkt da vorne. Ah, würde Sinn machen, lass mal verkaufen gehen vielleicht. Völlig überfüllt. Hier nicht. Reise abgebrochen? Oh. Na gut. Dann zu Fuß. Wie kommt man da hin von hier aus? Ja, das habe ich mir auch gerade gefragt. Kannst du mal kurz aus dem Menü rausgehen? Damit wir teleportieren können. Nein. Jetzt Xela teleportieren. Ach so, man kann sich immer teleportieren. Zu den Wegpunkten, ja. Ich nicht dachte, man kann sich nur teleportieren, wenn man beim Wegpunkt ist. Nee. Ries-Unglück. Ist das Ries? Ich hoffe, der echte Besitzer meldet sich nicht. Eruption des Muscles. Bogenabriss der Verletzung. So gut wie eingeschmolzen. Hättest du das nicht. Kriegen wir dann immer alle den gleichen Loot oder kriegen wir verschiedenen Loot? Verschiedenes. Könnte auch sein, dass mal bei mir was für euch mit dabei ist und so und keine Ahnung. Aber ich weiß gar nicht so richtig, was ihr wirklich braucht, was eure Skills sind und so. Also. Ja.
Wer schießt denn da? Also ich bin jetzt beim Rätsel. Kannst du es ja einsammeln gehen, wenn du... Oder wollten wir erstmal weitermachen? Ich kann gucken, ob wir überhaupt schon alle an alle Teile rankommen. Naja, dann. Jetzt müssen wir den ganzen Weg wieder hochlaufen, ne? Und hier sind Gegner auf einmal. Sind einfach wieder aufgetaucht. Bist du einfach durchgelaufen oder wie hast du das gemacht? Einfach durchgelaufen. Alter Schwede. Weg hier. Wie bist du ja durchgelaufen? Sind so viele Gegner. Was hast du gemacht? Wir sind überall Gegner. Was hast du gemacht? Was seid ihr überhaupt? Das bin ich noch schön am Schrauben. Also ich hab's Rätsel abgeschlossen. Das habe ich gesehen. Und jetzt bin ich am Gegner besiegen. Ich weiß gar nicht so richtig, wo ich hinlaufen soll, weil ich gar nicht, weil ich Zeit habe, auf die Karte zu gucken. Links hoch. Oder so, oder? Nee. Ich habe mich verlaufen und überall sind Gegner. Geil. Warum sind die denn schon wieder respawned? So schnell. Von da hoch? Wo bin ich jetzt? Ich bräuchte mir kurz Hilfe, Xera. Jo, komm mal hier hinten her. Will ich zu euch zurückkommen? Ja. Urzeitliche Schlange! Danke. Jo. Kopiert euch das vielleicht mal kopieren oder so, keine Ahnung. Die alle durcheinander wohl sind. Wir müssen jetzt hier wieder lang, ne? Da lang. Und dann irgendwie da hoch. Wie sind wir denn da hochgekommen? Und hier aus. Zwei Leben. Wie sind wir denn da hingekommen? Das verstehe ich gerade gar nicht. Ja, da hinten sind Heiltränke. Hier machen die genauso viel Angst. Möge die Magie beginnen. Ich habe dir ein langes Leben voller. Ich bin jetzt wieder am Anfang vom Rätsel. Da die Treppe hoch, oder?
Leider noch nicht. Ach du Scheiße. Was war das denn? Den Rätsel wollten wir eigentlich gar nicht, oder? Wir wollten doch jetzt. Oh! Da hat er mich mal weggepustet. Ah, verflixt. Hat mich in die Lava gepustet. Warum gehst du da hoch, Xela? Weil ich dachte, du bist dort oben. Ich hab. Ich bin einfach durchs Loch gefolgt. Okay. Ich dachte, du bist dort oben. Ich war. Zeig mir an, dass du da oben bist. Es war unglaublich. Ich habe so viele bekannte Gesichter. Also, du kletterst hoch und fragst dann, warum gehe ich dort hoch? Ja. Ich dir folge. Warum folgst du mir? Oh. Verstehe gerade nicht, wo wir hin sollen. Ich hab's dreimal gesagt. Sag mir, wo wir hingehen sollen, verpixte Scheiße, ey. Lass uns die Hände reichen. Ja, schaff damit bin ich fertig. Warum ist hier alles respawned, ey? Das ist zum Kotzen. Wenn ihr mir folgt, dann nee, ich folge ich nicht mehr. Ja, nee, ich gehe jetzt dahin, wo wir hin müssen. Ich kann wieder zaubern! Wenn ich wüsste, wo du bist, weißt du? Wie ich da hinkomme. Du siehst hier vorne ja die Brücke. Da einfach drüber laufen. Da. Über die Brücke. Okay. Ich bräuchte mal kurz Hilfe. Der ist Kopf hinter dir. Meine Güte! Dein Gesichtsausdruck! Bereit zum Zauber! Sein Schicksal liegt jetzt in dunkleren Händen. So. Sind wir immer noch gegen ihn? Mensch. Wie viele denn noch? Wir können auch einfach durchrennen. Ich weiß schon nicht mehr, welche Brücke. Hier? Die hier, oder? Die hier. Ja. Ich hätte die falsche genommen. Siehst du, die ist auf der Karte nicht mal verzeichnet. Deshalb habe ich nicht gerafft, wie ich da hinkommen soll. Alter! Auf der Karte ist da keine Brücke. Ich muss wieder belebt werden. Ja, keine Ahnung, was das gerade war, ey. Also der Meteor kam von mir. Ah, jetzt bräuchte ich kurz Hilfe. Ihr macht das schon, ne? Macht dein Meteor Damage an mir? Nee. Eigentlich nicht. Wir sind doch in einer Gruppe, ne? Nee. Vielleicht habe ich so ein Fass getroffen. Und das hat dir dann Schaden gemacht, weil es aktiviert wurde. Oder dieser Flammenreiter vielleicht. Das ja, kann natürlich sein, ja. Also hier sind ganz viele Tränke.
Hier ist eine Waffenkiste. Ja. Ich müsste mal kurz hochgeheilt werden. Ja, es kommt keiner in deiner Nähe, weißt du? Okay, du hast geschafft. Hände! Greifende Hände! Hilfe? Wurde. Alter. Ah. War der verschwunden, oder? Seh ich nicht. Ja, bin verreckt. Oha. Also, du warst doch wiederbelebt, ich hab's doch gesehen. Bist du nochmal verreckt, oder was? Ja. Dann musst du ich das war, sagen. Ich war direkt in der Masse. In der Menge. Ja, dann musst du das sagen. Ich kam zum Heilen, hab gesehen, du lebst. Und dass du das zweite Mal am Sterben warst, das wusste ich nicht. Also da hinten war so eine Waffenkiste, ne? Da wo ich gerade hingucke, hinter dem Häuschen da. Wieder im Geschäft. Da hinten. Oder da hinten von mir. Alter. Mich so ein bisschen wie ein Ghostbuster mit diesem kanalisierenden Strahl hier. Crazy, was hier teilweise los ist, ne? Würfelchen. Wer hat da gerade geredet? Hat gerade Kobold geredet? Weiß ich nicht. Hier waren Würfel. Hat er was gesagt oder hatten wir den schon gesammelt? Den haben wir schon gesammelt. Ne, kommen wohl noch nicht rein. Noch nicht. Das hier ist eine Schriftrolle. Ah. Die Ausbildung hier ist hart. Ich gebe echt alles. Aber mein Ausbilder sagt, ich hätte den Killerinstinkt eines Scarfs. So kriege ich nie meinen KOTZ-Nasenring. Dabei
Dabei wünsche ich mir nichts anderes, seit ich vor ein paar Tagen erfahren habe, dass es sowas gibt. Ein Kotznasenring. Okay. Ich glaube, da vorne kommt der große Bosskampf. Aber wobei, es gibt ja dann noch ein anderes Areal. Zwei Bosskämpfe? Ein paar dieser Bomben. Ich will nichts spoilern. Deswegen bin ich leise. Zapferig. Oh, Hilfe! Er ist direkt hinter mir! Oh, Deboga, sei Dank! Du bist da! Besiege dieses Monster! Oh, ihr Held bringt mein Blut zum Kopf! Männlich gesprochen, natürlich! Ich bin ein... Das müsste noch nicht stark, oder? Zauberzeit! Hoppla! Das sollte nur ein Warnschuss sein! Ich werde jeden Tag großartiger! Das Herz des Eiskönigs! Genau, was wir brauchen! Nimm es! Das Herz des... Das ist der Schlechter von Vorkanar. Es strahlt eine kalte Aura aus. Hol dir keine Frostbeulen. Tapferes gefrorenes Herz. Okay. Während ich noch ein paar Kobolde für unsere Sache sammle, musst du den großen Ofen mit Zapferis Herz abschalten. Ich finde dich, wenn es soweit ist. Und was heißt das jetzt? Wollen wir wieder zurückgehen? Ja. Da was. Okay. Ich hab Skillpunkte im Moment.